eine neue Folge MT5. Heute geht's um die Startaufstellung bei der Drachenfraktion. Viel Spaß! Ja, jetzt bin ich bei den Drachen speziell bei der Aufstellung und ihr seht hier schon eine, die ich in dem allgemeinen Aufstellungsvideo schon mal angesprochen habe, nämlich einen Vierer und einen Sechser. Ich habe auch mal die Ruinen reingemacht, da ich damit gerne spiele und auch so ein bisschen zeigen möchte, wie man die Geländeerweiterung noch in seine Aufstellung mit einbeziehen kann. Im normalen Video hatte ich ja schon gesagt, Vierer und Sechser. Vierer, damit ich halt schnell aufwerten kann. Sechser, um meine viele Punkte schnell zum Gegner hinzubringen, um die Feldboni gegebenenfalls noch mit abzugreifen. Wenn ich mit den Ruinen spiele, stelle ich den Vierer immer direkt hinter die Ruine, weil dann kann er mit einem Zug sich da draufstellen und da hat man schon mal eine relativ starke Figur da drin stehen. Der Vierer ist ja hauptsächlich zum Zaubern, deswegen schadet es auch nicht, wenn der da hinten steht und ich verschwende quasi keine Figur, mit der ich kämpfen könnte dabei. Deswegen der Vierer hier hinter der Figur. Sechser dann in die Mitte, um die mittlere Ruine anzugreifen. Was man dann machen kann, ist, man zieht halt zwei nach vorne. Muss natürlich gucken, was der Gegner da macht. Splittet, je nachdem wie der Gegner steht, entweder zu den Seiten oder auch nach vorne und hinten, um die Ruine direkt zu besetzen. Und das Schöne jetzt bei dieser Kombination ist, wenn man den Vierer und die Dreier hat, dass man mit dem Blutzauber durchs Verbannen von einem Würfel zwei Triggerpunkte bekommt und die beide zu Vierern aufwerten kann. Und dann hat man direkt drei Blutmagier, das heißt, man kann dann bis zu drei weitere Würfel verbannen. Weiterhin mit dem hier hinten Zaubern bekommt vier Triggerpunkte und kann die dann tatsächlich beide direkt auf Sechser aufwerten, bekommt also sehr schnell sehr viele Figuren ins Spiel. Hätte man die Dreier jetzt, und das waren jetzt 1, 2, 3, splitten 4, einmal aufwerten 5, nochmal aufwerten gerade mal 6 Züge. Das heißt, wenn man gegen einen noch nicht so erfahrenen Spieler spielt, der irgendwie kleinere Figuren hat, sind die gerade vielleicht drei Figuren erst zwei Felder vorgegangen. Und man hat schon, ist mit einem Drachen zumindest relativ weit vorne, hat noch einen zweiten Drachen. Ne, wenn die Dreier man sich anders gesplittet hätte, stünde man entsprechend hier. Könnte dann auch nur bis zum Fünfer aufwerten, um diagonal die Ruine anzugreifen. Das hängt dann natürlich sehr von der Spielsituation ab. Aber prinzipiell erstmal mit dem Drachen das Vorlaufen. Dann die in einem Zug beide zu Vierern aufwerten zu können, finde ich schon ziemlich stark und macht einen sehr flexibel, auch wenn dann sehr schnell die Würfel weggehen. Das heißt, man muss dann schon versuchen, den Gegner damit genug unter Druck zu setzen, um das Spiel auch relativ schnell zu gewinnen. Denn sonst ist man irgendwann, hat man keine Würfel mehr und dann wird es schwierig. Das eignet sich dann vor allem bei den Ruinen, weil bei den Ruinen man halt die Möglichkeit hat, den Gegner schnell unter Druck zu setzen und der Gegner nicht irgendwie jetzt ewig wegziehen kann und ich laufe die ganze Zeit nicht nur hinterher. Eine andere Möglichkeit, wie ich auch gerne aufstelle, ist mit zwei Vierern. Da kann man sich dann überlegen, wo man den zweiten Vierer hinstellt. Und einem Geist. Das sind auch wieder 10 Punkte. Und der Geist hat den Vorteil, dass er sich schnell bewegen kann. Hier Triggerpunkte wieder zurück. Das heißt, in einem Zug bekomme ich den auch zwei bewegt. Und dann kann ich mal gucken, wie nah mein Gegner ist. Wenn der Gegner niedrige Kreaturen hat, also 3 oder niedriger, ist der Geist auch super, weil wenn sich der Gegner hier zum Beispiel mit einem Dreier an mich dran bewegt, kann ich einfach drüber hüpfen, bekomme schon mal einen Triggerpunkt und der wird abgewertet, ist dann auch ein Zweier, kann mich nicht mehr schlagen. Das heißt, eigentlich Dreier und niedriger können nicht an mich rangehen, da ich sie dann überhüpfen kann. Ist natürlich auch nicht immer der Fall, wenn dann ne, dahinter irgendwie Figuren stehen oder es noch andere Fähigkeiten gibt, aber so von der Grundüberlegung her. Außerdem ist der Vorteil, wenn ich zwei Blutmagier habe, dass ich direkt in einem Zug den Zweier durch das Opfern von zwei Würfeln auf einen Fünfer aufwerten kann und dann auch direkt eine starke Kreatur habe. In einem weiteren Zug habe ich einen Sechser, kann damit dann hier schon den Gegner bedrohen, der
vermutlich nicht so starke Figuren hat oder halt dann nur einen Zauberer im Rücken, kann mich dann aufsplitten, habe immer noch die beiden Blutmagier und kann dann die beiden Drachenritter auch wieder schnell, sehr schnell aufwerten. Und wie gesagt, durch die schnelle Bewegung des Geistes komme ich auch schnell in die gegnerische Hälfte. Einer ähnlichen Überlegung folgt die nächste Aufstellung, nämlich ein Vierer mit drei Geistern, auch 10. Auch hier habe ich wieder das schnelle Bewegen. Innerhalb von drei Zügen habe ich drei Kreaturen hier vorne. Ich habe auch wieder das schnelle Aufwerten, auch hier wieder schön die Kombination. Für einen Würfel kann ich einen der Geister zu einem Vierer aufwerten. Dann habe ich zwei Vierer, das heißt im nächsten Schritt kann ich, im nächsten Zug kann ich zwei Würfel ausgeben, um drei Aufwertungen durchzuführen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel noch einen zu einem Vierer machen oder einen zum Fünfer machen. Und was man mit den Geistern dann in dieser Situation, wo man seine Würfel sehr schnell verbrennt und dadurch viele Machtstufen bekommt, auch machen kann, ist einfach mal einen opfern. Ne, wenn ich zum Beispiel hier hingegangen bin und der Gegner hat eine Kreatur, kann ich meinen einfach mal daneben ziehen. Und ja, sagen wir mal, vielleicht wäre das ein Fünfer oder so. Und okay, wenn er den jetzt nicht schlägt, dann kann ich ihn in der nächsten Runde überhüpfen. Es ist nur noch ein Vierer. Wenn es ein Dreier ist, ist die Aufgabe für ihn sogar noch schwieriger, weil dann kann er mich danach nicht mehr schlagen. Aber durch die Fähigkeit des Geistes, dass wenn er geschlagen wird, kommt der Gegner zwar seine zwei Siegespunkte, aber er wird auch zwei Stufen abgewertet. Das heißt, ich habe ihn auch zwei seiner Machtstufen gekostet. Und wenn ich hier mit drei Geistern die schnell aufgewertet habe, kann ich durchaus mal einen opfern, damit der Gegner mit dem Aufwerten einfach nicht mehr hinterherkommt. Na, dann könnte ich zum Beispiel den nächsten daneben ziehen. Ja, okay, wenn hier jetzt gut, was niedriger stünde, weil er vorher nur eine Vierer-Kreatur hatte, den nächsten daneben ziehen, er kann den schon nicht mehr schlagen und selbst wenn er den aufwertet, habe ich meine Magier, um den zum Beispiel um 2 aufzuwerten oder um 5. Und so bekomme ich sehr schnell in der gegnerischen Hälfte Druck auf den Gegner und selbst wenn er mal einen von meinen schlägt, schadet ihm das auch noch mit dazu. Ja, das sind so meine drei Lieblingsaufstellungen bei den Drachen. Ich fasse das nochmal zusammen. Wir haben 4 und 6. Finde ich so ein bisschen die Aufstellung, die bei eigentlich allen Völkern relativ gut funktioniert. Mit dem 6er bekommt man direkt zwei Dreier quasi im Gepäck nach vorne und erstmal kann man halt auch als 6er nicht angegriffen werden, wenn man nicht selber an den Dreier vom Gegner dran zieht. Das heißt, das ist relativ sicher. Oder wir haben die noch aggressivere Variante mit zwei Vierern und einem Zweier, wodurch dann zwar nur eine Kreatur nach vorne bekomme, aber die dann durch Einsatz von Würfeln sehr schnell auch hochgepusht bekomme, wo ich im Endeffekt in einer ähnlichen Situation lande wie mit dem Sechser, nur dass ich hinten zwei Blutmagier stehen habe, aber dafür halt auch schon mehr Würfel ausgegeben habe. Und wir haben, wenn man am Anfang mit mehr Kreaturen starten möchte, einen Vierer und drei Zweier, kann mit den Geistern quasi noch ein bisschen mehr Schabernack, da man mehr hat, davon hat, machen. Auch mal einen opfern oder halt kleine Kreaturen des Gegners jagen, um diese zu überspringen. Und hat dadurch, dass man innerhalb von einem Zug mit dem Blutmagier einen Geist zu einem Blutmagier aufwenden kann, auch dann sehr schnell seine Blutmagie-Maschinerie am Laufen und kann sehr schnell sehr viele Würfel ausgeben, um hohe Kreaturen weit in der Hälfte des Gegners zu erzeugen. Eine Aufstellung am Ende noch, die ich auch schon gesehen habe, ist zwei Fünfer. Ist halt nicht so nach meinen Prinzipien, da sie sich immer nur ein Feld bewegen können, wenn auch diagonal. Aber man sieht halt, bis ich die mal irgendwie Richtung gegnerische Hälfte gebracht habe, sind dann viele Züge um und ich habe halt die Möglichkeit mit dem Aufwerten nicht so schnell, da ich keinen Vierer habe.
Habe ich auch schon gesehen, habe ich auch schon selber gespielt, bin ich nicht so überzeugt davon, aber allgemein ist hier auf jeden Fall die Aussage, das, was ich sage, ist nicht der Weisheit Schluss. Und mich interessiert sehr, was ihr davon haltet. Wie spielt ihr die Drachen am Anfang? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Was gefällt euch da? Nehmt das als Anregung dabei. Wenn was gut klappt, schreibt das auch gerne unten in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal.